Hi, Michael von Eifel Linsbach. Heute mal wieder mit einem ausführlichen Video. Wir haben euer Feedback gehört. Auspacken ist schön, aber auch ein bisschen langweilig irgendwann. Den haben wir schon ausgepackt für euch in einem Video zuvor. Ist auch schön, schön warm, wo ich gerade drauf packe. Das ist der Aurenda AP20, Streaming-Vollverstärker. Ein super spannendes Produkt, mit dem wir uns jetzt die letzten drei Wochen auseinandergesetzt haben. Haben wir an verschiedenen Lautsprechersystemen schon gehört. Haben wir gleich den ersten Referenztest haben wir mit der Magico M2 nebenan schon mal gleich gemacht, um zu gucken, okay, wie weit kommt das Gerät? Hat sich sehr, sehr gut geschlagen, muss man echt sagen. Wie gesagt, ist ein sehr gut verarbeitetes Gerät, klingt extrem gut und verbindet sozusagen die neue und die alte Welt in einem. Ja? Interessant mit Sicherheit für denjenigen, der sagt, ich möchte mich optisch ein bisschen verkleinern, aber nicht irgendwo Kompromisse bei der Klangqualität in Anspruch nehmen. Das wird, sage ich mal, für denjenigen ein absolut interessantes Produkt sein. Es ist natürlich ein hochpreisiger Verstärker, da möchte ich nicht drum herum reden. Liegt ungefähr bei 24.000 Euro. Das heißt, wir reden wirklich von einem Referenzprodukt. Ja? Was man aber nicht vergessen darf, er hat halt einen extrem guten Streamer schon mit eingebaut. So, und einen extrem guten Wandler. Da kommen wir auch noch gleich zu. Also ich gehe gleich mal noch durch die ganzen Features so ein bisschen durch. Wie gesagt, wollte jetzt erstmal anfangen mit, wen könnte dieses Gerät sehr interessieren. Also ich habe von vielen Kunden schon gehört, der Trend geht immer mehr dazu, dass der eine oder andere sagt, komm, ich möchte sehr, sehr gut Musik hören, aber den Turm möchte ich nicht mehr haben, weniger Kabel, ich möchte ein Sideboard benutzen, ich möchte kein Hi-Fi-Rack haben, ich habe das im Wohnzimmer und grundsätzlich, ja, verkleinern ist bei vielen Leuten im Moment ein Thema. Ja, das merke ich auch besonders im Einstiegsbereich, wo wir zum Beispiel von AVM viele Produkte haben mit All-in-One-Lösungen, das ist im Moment sehr, sehr gefragt. Und das hier ist quasi der Lückenschließer in die High-End-Welt sozusagen. Das heißt, wir haben wirklich einen vollwertigen Vollverstärker mit High-End-Streaming an Bord und wir können trotzdem, und das ist wunderschön, da gehe ich später auch nochmal einzeln drauf ein, wir können auch die alte Welt damit verbinden. Ja, das heißt, man ist jetzt nicht hier irgendwie gefangen, dass man nur noch streamt. Wie gesagt, das ist natürlich das Herzstück von diesem Gerät, da braucht man nicht drum rumreden. Derjenige, der Streaming ganz oben auf seiner Nahrungskette hat, für den ist es das absolute Traumgerät, aber nicht unbedingt nur so. Ja, das heißt, haben wir jetzt auch nicht umsonst gemacht, dass wir hier auch den Brinkmann mal daneben gestellt haben. Er hat kein Phono-Teil drin, das sage ich gleich schon mal vorweg. Wie gesagt, ich gehe gleich noch auf die Features ein, aber das hat er nicht. Das heißt, man muss ein externes Phono-Teil dazwischen schalten, aber er hat analoge Eingänge. So, und das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Fakt, dass man halt eben nicht nur jetzt quasi die Streaming-Kunden mit diesem Gerät anspricht, sondern auch denjenigen, der sagt, ich nutze Streaming, ja, ich möchte das hochwertig haben, ich möchte aber auch nach wie vor meinen CD-Player anschließen, ich möchte nach wie vor meinen Plattenspieler spielen können. Das geht alles auch mit diesem Gerät. Ja. Wie gesagt, klanglich sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen, es hat sich auch bestätigt, unser Eindruck. Wir waren auf der High-End-Messe in München dieses Jahr, sind auch für euch da ein bisschen drüber gelaufen. Das war noch vor dem YouTube-Kanal, es war zwar schon angedacht, aber wir waren noch nicht mit der Kamera dort. Ich habe aber ausführliche Berichte über die Messe geschrieben in unserem Blog, auf unserer Internetseite auch zu finden. Da habe ich unter anderem auch über Aurenda geschrieben und da ist dieser AP20 auch schon ganz groß in der Verlosung gewesen. Also der Aurenda-Bericht ist eigentlich hauptsächlich hier drüber, weil er uns da schon wirklich überrascht hat. Ja, darf man wirklich so sagen. Ich hatte viel erwartet, ich habe auch schon viel im Vorfeld gehört, dass es ein tolles Gerät werden würde, aber ja, ganz ehrlich, was dann rauskam, hat selbst uns wirklich nochmal umgehauen. Aber wir sind auf einer Messe. Ich weiß nicht alle Faktoren, die dort sind. Ja, ich meine, stromtechnisch darf es da nicht so gut klingen. Ja, aber trotzdem auch da, ich kann nicht sehen, ob irgendwo noch Stromaufbereitung mit dabei ist. Ich konnte die Kabel nicht hundertprozentig einschätzen. Den Lautsprecher kenne ich sehr gut. Das ist die Magico A5. Die haben wir auch hier. Das heißt, da wusste ich ganz genau, mit was gespielt wird. Und hatte deswegen schon ein sehr gutes Gefühl mit dem Gerät. Aber natürlich irgendwo, bis ich wirklich eine finale Aussage mache, bedarf es schon, dass ich das Gerät auch mal hier habe. Dass ich wirklich in verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Räumen, verschiedenen Anlagen, verschiedene Kabel, Lautsprecher und so weiter mir auch mein eigenes Bild machen kann. Weil wir kennen es alle, es gibt auch mal irgendwo Traumhochzeiten zwischen Gerät und Lautsprecher. Das muss nicht immer dann auf jeden anderen Lautsprecher zu übertragen sein. Ja, da gibt es manchmal Dinge, die dann extrem gut zusammenspielen. Und mit der A5 wusste ich es, ja, wusste ich, dass es auf jeden Fall extrem gut zusammenspielt.
Aber bevor ich dann wirklich was zu dem Gerät final sagen kann, muss ich es einmal hier in unserem, ja, in unserem großen Haus dabei haben, wo ich halt an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Lautsprechern und Stromkabeln und so weiter dann einfach mal arbeiten kann. So, das heißt, das haben wir jetzt mit dem AP20 schon quasi hinter uns, diese erste Testphase. Wie gesagt, angeteasert auf der Messe. Wir haben auch mit Aurenda da vor Ort gesprochen und haben auch das ein oder andere Feature von dem Gerät gleich schon mal hinterfragt und auch erfragt. Also hinterfragt nicht so, aber ich wollte schon wissen, okay, was ist da eigentlich drin? Ja, was sind die Optionen, wo Aurenda auch selber sagt, wie man den am besten einsetzt und so weiter? Und was sind die Besonderheiten jetzt an dem Gerät? Ne? Das ist, haben wir da tatsächlich auch mit dem Chef der Firma besprechen können und auch mit einem sehr netten Mitarbeiter von Aurenda, der uns erstmal die Hörsession gegeben hat. Das waren, glaube ich, 3 Stücke, die wir da gehört haben. Ein klassisches Stück, ein Rock-Pop-Stück und ein Jazz-Stück. Gerade das Rock, Rock-Pop, ja, haut mich bitte nicht, aber das Stück von James Blake, der Wilhelmsschrei, also Wilhelm Scream, das hat mich wirklich umgehauen. Muss ich echt sagen, das war auf der Messe schon, ja, ist viel unterwegs, viel los, man hört so viele Sachen, ja. Und es ist nicht immer so, dass man wirklich sagt, gerade wenn man oft auf der Messe ist, dass man wirklich umgehauen wird von irgendwas, passiert jetzt nicht so oft, ja. Aber hier muss ich wirklich sagen, bei dem Stück habe ich da gesessen, habe gedacht, wow, also du kennst die A5 echt gut, aber wie das mit dem AP20 spielt, ist auf jeden Fall schon mal extrem gut, ja. Wie gesagt, die finale Einschätzung kommt dann immer erst, wenn man hier ist, aber es war schon extrem gut. Ja, also deswegen haben wir uns sehr darauf gefreut und auch mit Audio Components daran gearbeitet, den Verstärker so schnell wie möglich herzukriegen. Ja, nicht nur um das Video zu machen, sondern um es halt auch hier zu benutzen, das Gerät. Das war einfach ein tolles Erlebnis und es hat sich bisher alles bestätigt, was ich auf der Messe geschrieben habe, was ich auf der Messe gehört habe. Wie gesagt, dass der AP20, der stellt keine Grenzen an Lautsprecher. Also man kann, auch mit der M2 hat das richtig, richtig gut geklungen. Dass man natürlich bei einer M2 dann in der Preisklasse auch was anderes stellen kann, ist auch keine Frage. Und trotzdem, er hat sich extrem gut geschlagen, muss man wirklich sagen. Also ein toller Verstärker. Ja, und jetzt gehe ich mal nochmal so ein bisschen weiter quasi in die Features, die der Verstärker hat. Wie gesagt, jetzt so ein bisschen meine Meinung und so ein bisschen, bisschen was habt ihr jetzt schon gehört, ja, mit unseren Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe es gehört mit Bowers & Wilkins Lautsprechern, 800er und 700er Serie, besonders bei der 700 Signature habe ich so oben auch gespielt. Dann haben wir die Magico A-Serie mitgespielt, Sonos Farbaum mitgespielt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als ob der Aurenda jetzt nur mit einem Lautsprecher irgendwie gut harmonieren würde oder irgendwas. Das hat durch die Bank mit allem bisher echt gut gespielt. Zum Gerät nochmal, jetzt zu den technischen Details. Wir haben auf der Messe den Chef von Aurenda gefragt und ich habe ihn gefragt, hey, ne, ist das für euch ein ganz neues Produkt? Vollverstärker gab es vorher nicht. Was waren so die größten Challenges? Was ist das Besondere an dem Gerät auch? Und er sagte definitiv die R2R Lautstärkeregelung, die sie hierfür eigens entwickelt haben. Extrem genau, extrem präzise. Das war so das Herzstück in der Entwicklungsphase, so ein Stück weit, weil klar, die anderen Features, zum Teil haben sie es schon, ja, und zum Teil haben sie dann auch Technologie, die sie schon bewährt hat, übernommen, aber die Vorverstärkereinheit haben sie wirklich komplett selber entwickelt und das soll wirklich einer der größten Komponenten sein. Was natürlich auch schön ist, dadurch, dass es eine Lautstärkeregelung ist, die per Fernbedienung schaltbar ist, sieht man jetzt, glaube ich, hoffentlich vorne, ja, ist übrigens sehr interessant, die Fernbedienung funktioniert auch von hinten, also es ist nicht, dass man ganz genau zielen muss. Ja. Über die Reflexion im Raum soll das wohl funktionieren, hat mir ein Kollege gesagt. Aber ich kann es natürlich auch über die App steuern. Ja, das heißt, ich brauche die Fernbedienung nicht, trotzdem schön, schön verarbeitet, hat mir im Auspackvideo auch schon mal so ein bisschen den Fokus drauf geschickt, weil das natürlich bei Aurenda jetzt nicht tagtäglich ist, ist aber in der gleichen Aluminiumqualität quasi wie der Aurenda auch selber ist. Also wirklich schön in der Hand liegt das Ganze, ist gut damit zu bedienen, aber es ist ein neuwertiges Gerät mit einer App-Funktion. Das heißt, man kann es auch einfach die Lautstärke auch per App steuern. Wie gesagt, das also die Vorverstärkereinheit ist hier ein großer Fokus bei diesem Gerät. Jetzt gehen wir nochmal auf die Endstufen ein. Wie gesagt, Vorverstärkersektion hatten wir gerade. Für die Endstufen haben sie sich einem renommierten Ingenieur angeschlossen, der quasi eine Class-D-Schaltung schon gebaut hat. Das heißt, das ist quasi, so wie ich das verstanden habe, auf der Aurenda-Seite nicht selbst entwickelt von Aurenda. Da haben sie etwas genommen von dem, muss ich gerade nochmal gucken, genau, Bruno Putzai, der Ingenieur, hat diese Purify-Eigentakt-Class-D-Endstufen entwickelt, die hier drin sind.
Und wie gesagt, das werden sie mit Sicherheit aus gutem Grund getan haben und gesagt haben, okay, ja, da ist schon eine gute Endstufe, mit der man super zusammenarbeiten kann. Müssen wir nicht auch noch selbst entwickeln, und haben sie quasi in den AP20 übernommen. Was ich sagen kann, ist, man merkt überhaupt nichts von irgendeiner Class D Härte, ja, oder irgendwie, ja, dass es irgendwie kühl spielen würde oder irgendwie sowas. Es gibt ja viele Vorurteile zu Class D Endstufen. Es wird immer kleiner, ja. Der, ich meine, klar, Class A ist dann mit Sicherheit nochmal zackenwärmer, gar keine Frage. Ich will auch gar nicht jetzt in den Krieg einsteigen, ja. Ich meine, jeder soll so hören, wie er hören möchte, und die Verstärkertechnologien sind für jeden da. Trotzdem, Class D wurde viele Jahre auch unter anderem durch mich, also auch vor 10 Jahren habe ich auch nicht unbedingt von Class D geschwärmt. Man muss aber sagen, heutzutage, was aus Class D Endstufen rauskommen kann, kann auch extrem gut klingen, ja, und kann einen wirklich überraschen. Das kann ich jetzt hierzu sagen. Wie gesagt, nur der klangliche Aspekt. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche technischen Dinge ein. Ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Elektrotechniker, ja. Also das darf jemand anders von mir aus auseinandernehmen. Ich gehe jetzt nur vom rein klanglichen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn jemand reinkommt und sich das Ding hier anhört, ich glaube, keiner wird da sitzen und sagen, das ist eine Class D Endstufe, ja. Was? Wie gesagt, die Vorurteile sind manchmal in der Welt. Ich höre sie öfter mal, ja, auch im Verkauf. Braucht man hier überhaupt nicht haben. Ja, also wie gesagt, spielt richtig gut, hat sehr viel Dampf, kann auch größere Lautsprechersysteme wirklich befeuern aus einem Vollverstärker raus. Das ist dann auch irgendwie der Vorteil, den man mit solchen Geräten haben kann. Wie gesagt, Endstufensektion ist, wie gesagt, von einem renommierten Hersteller und funktioniert auf jeden Fall klanglich sehr gut. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück natürlich eigentlich von dem Aurenda Vollverstärker. Wie gesagt, nicht unterschätzen, wie gut die Vorstufensektion ist, nicht unterschätzen, wie potent die Endstufen sind, definitiv, das spielt richtig gut, aber wir brauchen nicht drum herum reden, die Firma verdient ihr Geld bisher immer mit Streaming. Ja? So, das heißt, wir kommen jetzt eigentlich zu den Punkten, das Streaming an sich, ja? Dann der Wandler, dann die Clock und ja, dann die Features, wie man alles ansteuern kann und so weiter. Das sind einfach die Technologien, in der Aurenda auch mit den anderen Geräten, die es auf dem Markt schon von gibt, zum Teil deutlich vor der Konkurrenz ist. Aber da möchte ich auch nicht so weit ausholen. Wie gesagt, für uns ist es unser Referenzprodukt, ja, im Streaming-Bereich, im High-End-Streaming-Bereich. Und wie gesagt, der ist auch wieder vollgepackt mit dem Besten, was Aurenda zu bieten hat. Zum Referenztag nochmal: Wir haben den AKM 4497 hier drin verbaut. Mit Sicherheit einer der neuesten und besten DACs, die man verbauen kann. Und oftmals geht es ja auch darum, wie steuere ich den an, wie wird der mit Strom versorgt und so weiter. Ist ja nicht unbedingt immer nur der Chip an sich, ja, sondern auch, wie ist die Güteklasse drumherum. Wie hat bei Aurenda auf jeden Fall hochwertig verbaut, ja, und auch hochwertig angesteuert. Der Chip kann alles, ja, was man heutzutage braucht. Ob es einen besseren auf dem Weltmarkt gibt, sei mal dahingestellt. Ja, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, in die Diskussion. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch bessere und neuere Chips kennt. Aber grundsätzlich, das ist ein Chip, mit dem man alles, was es heutzutage gibt, wandeln kann auf höchstem Niveau. Ja, und dadurch, dass es von Aurenda angesteuert ist, dann halt auch klanglich auf dem höchsten Niveau. Jetzt kommen wir nochmal auf eine der wichtigsten Features, die Aurenda-Produkte sogar einige haben, also nicht nur er. Das ist die OxoClock, das ist die Oven-Controlled Crystal Oscillator. Oscillator. Kompliziertes Wort. Die Clock in dem Aurenda ist eine wirklich absolute Kerntechnologie. Haben wir letztens noch eindrucksvoll vorgemacht bekommen, weil wir bei einem Kunden die Tuning Clock MC10 installiert haben, die dann eben nicht die Oxo Clock mehr, wo dann der Streamer nicht mehr die Oxo Clock benutzt, sondern noch eine Stufe drüber. Und was da auch nochmal möglich ist, hat mir auch mal wieder bewiesen, okay, wie wichtig das Thema Clock generell ist. Ja, so im Professional Bereich ist es sowieso, ja, da weiß jeder Bescheid. Hatte ich letztens auch einen Kunden da, der sich eine neue Anlage gekauft hat, und irgendwo haben wir 4 Stunden lang zusammen über Musik und über Elektronik und Technik, und irgendwann sagt er ganz am Ende, Herr Sager, interessant, ne? Das einzige Thema, was wir nicht besprochen haben, war Clock. Ja, das ist eigentlich das Erste, was ich bei mir in der Tontechnik aufmache, und das Wichtigste. Weil klar, wenn der natürlich mehrere Spuren aufnimmt, muss das alles vom Timing her perfekt zusammenkommen. Da darf keine Latenz irgendwo dazwischen sein, sonst ist die Aufnahme natürlich ruiniert. So, das ist hier nicht ganz so schlimm. Ja, trotzdem ist natürlich die Taktung
und die Zeitperfektion mit eins der wichtigsten Features bei digitaler Musikwiedergabe, immer schon. Ja. Das Material, was in der OXO-Clock drin ist, ist Schwingquarz und das wird auf die perfekte Temperatur erhitzt, damit es auch in dem perfekten Arbeitsbereich ist. So, das heißt, dieses Material dient der Clock als Richtwert. Ja, das heißt, das ist auch der große Unterschied dann zu dem Thema, wenn ich ein MC10 von Orenda nehme, also die externe Clock, kann man hier übrigens auch dran anschließen. Also man kann den nochmal im Sound nochmal deutlich tunen. Wie gesagt, ich möchte die OXO-Clock nicht kleinreden, die hier drin ist, ist schon sehr gut. Aber für denjenigen, der sagt, ich möchte wirklich das Streaming aufs allerhöchste Niveau bringen, gibt es halt, wie gesagt, noch diese MC10. Da ist dann quasi nicht mehr das Schwingquarz quasi das Material, wo die Clock sich quasi gegentaktet, sondern dann ist es Rubidium. So, dann ist das ist die beim MC10 wird eine Rubidium-Clock eingesetzt. Fand ich auch sehr spannend, als ich mit dem Kunden das auch zum ersten Mal gemacht habe. Man fühlt sich wie im James-Bond-Film, das kommt in so einer kleinen Extrakammer und dann muss man das vorsichtig reinschieben und es darf keine, ja, da soll so wenig wie möglich Kontakt zu irgendwas haben und wie gesagt, da geht es dann wirklich, das ist dann ja Clock auf höchstem Niveau. Rubidium zum Beispiel kommt in GPS-Satelliten zum Einsatz, um halt wirklich Zeittaktung so perfekt wie möglich zu machen. Das Beste wäre Cäsium, habe ich gehört. Ja, das ist dann die sogenannte Atomuhr. Ja, daher kommt der Name auch, weil dann quasi die Taktung gegen das Cäsium gemacht wird. Wie das funktioniert, ja, da bin ich auch der Falsche, aber ich habe es gehört. Das ist der Unterschied. Und wie gesagt, das ja, nukleares Material können wir jetzt mal eben nicht in unsere HiFi-Geräte bauen, leider noch nicht, aber wie gesagt, das wird es auch nie geben, glaube ich. Aber Rubidium ist quasi das nächstbeste für den absoluten High-End-Bereich. Wie gesagt, das ist, wenn ich das auf die absolute Spitze treiben möchte. Geht mit dem Gerät, ja, dann wird quasi die OXO-Clock ausgeschaltet und die Rubidium-Clock dann als Richtwert genommen. Und wie gesagt, da ist echt noch eine Menge drin, aber trotzdem bleibt zu sagen, diese OXO-Clock ist so schon, ja, für 99% der Menschheit, 99,9, ja, eine ganz geschwindende Zahl von Menschen, die dann noch mehr wollen, ja, ist das schon mit das Beste, was man auf dem Weltmarkt kaufen kann, ja. Wie gesagt, die funktioniert sehr gut. Wie gesagt, man kann es noch tunen, aber muss man definitiv nicht, ja. Und wie gesagt, die OXO-Clock ist hier drin verbaut, ist zum Beispiel auch in Produkten wie dem N200, in dem N20 und so weiter, also auch in den reinen Streaming-Produkten ist die OXO-Clock auch schon zum Vorschein gekommen. Ja, zum generellen Thema Streaming noch zu sagen, ich habe, das ist jetzt so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal unter der Hand, ja, ich habe die Jungs gefragt bei Orenda, als ich da auf der Messe war, was für ein Streamer ist denn jetzt hier drin? Eine genaue Antwort gab es natürlich nicht, ja, war nicht zu erwarten. Aber es wurde mir gesagt, dass der Aufbau wohl sehr nah an dem des N20 ist. So, und da ist natürlich wieder der Punkt, ihr habt am Anfang mal irgendwann gehört, wo ich diese um die 24.000 Euro in den Raum geschmissen habe, wo vielleicht der eine oder andere schon gleich das Video abgebrochen hat, vielleicht hätte ich es sofort sagen sollen. Aber wenn man dann überlegt, dass hier quasi streamingtechnisch die N20-Plattform so ungefähr verbaut ist, ja, dann relativiert sich natürlich der Preis auch trotzdem wieder ein bisschen, weil der N20 kostet ja auch so schon wieder eine Stange Geld, wenn ich ihn einzeln kaufe. Dann in dieser Form, wenn ich einen Vollverstärker eh suche und wirklich auch so ein fast schon All-in-One-Gerät suche, dann ist das wieder so ein Thema, wo man auf einmal sagt, okay, für das, was der Verstärker kann, ist dann die Differenz zum N20 schon wieder absolut, ich nehme jetzt das Wort Schnäppchen nicht in den Mund, aber es wird dann immer günstiger in dem Sinne für das, was man bekommt. Ja, so das nochmal dazu. Also wie gesagt, streamingtechnisch ist hier so ungefähr die Qualität von einem N20 drin verbaut, was schon ja für die meisten Menschen ein unsäglich hoher Qualitätsstand ist für einen Streamer. Ja, also wie gesagt, da sind wir hier voll ausgestattet. Ja, das Ding hat im Grunde alles, was man Menschen möglich brauchen könnte an Bord. Heißt natürlich nicht, dass es immer noch einen Zacken drüber gibt. Es gibt dann auch noch den N30 SA-Streamer. Wenn ich wirklich das Beste auf der Welt haben möchte, dann muss ich da hingehen. Ja? Dass sie das natürlich jetzt nicht in den Vollverstärker reinbauen, macht irgendwie auch Sinn. Ja? Dann würde er irgendwann auch zu teuer werden. Ja, ist einfach so. Wer weiß, was sie noch machen. Vielleicht bringen sie irgendwann einen für 50 und der hat dann auch einen N30 SA mit drin. Wer weiß. Ich weiß nicht, wo die Reise bei denen hingehen soll. Aber wie gesagt, der AP20 jetzt für sich ist schon ein absolutes Referenzgerät für Streaming,
und Vollverstärkung in einem. Das kann man schon mal so festhalten. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu der Stromversorgung von dem Gerät. Auch das ist ja natürlich kein unwichtiges Feature. Wir brauchen nicht nur rumreden, dass alle Streamer bis zu einem gewissen Punkt Computer sind. Ja? Ich erinnere mich noch an die ersten Streamer, die ich hier so im High-End-Bereich so hier angebracht bekommen habe. Das waren dann auch zum Teil schöne Gehäuse und so weiter. Dann habe ich die aufgeschraubt und habe da mal reingeguckt. Und es waren dann zum Teil einfach Bauteile, die ich selber als alter Gaming-PC-Besitzer irgendwie selber noch verbaut habe, ja, in meine Computer. Da war dann oftmals nur, sag ich mal, die Software vielleicht das Interessante, ja, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren. Und nicht so sehr der Hardware-Teil. Ja, der Hardware-Teil war einfach zugekaufte Computerware. Das ist heute bei so Produkten wie Orenda nicht mehr der Fall. Ja, da ist alles, was da drin ist, wirklich auf höchstem Niveau gefertigt. Es bleiben Computerteile. Wir haben trotzdem CPUs und so weiter. Trotzdem hier mit drin. Ja, aber die Art und Weise, was, wie viel davon entwickle ich selber, welche Platinen werden von mir wirklich gefertigt, in welcher Qualität. Und natürlich auch so Dinge wie die Stromversorgung. Nehme ich ein PC-Netzteil, dann wird das mit Sicherheit in keinster Form irgendeinem High-End-Standard von heute gerecht werden, weil da verdammt viel Müll in die Geräte mit reinkommt. Und wenn ich ein kleines Steckernetzteil an meinem Streamer habe, dann wird es auch nicht der letzte Schluss sein. Ja? Gibt es ja auch genug Firmen wie Keychess, die jetzt Tuning-Netzteile und so weiter auf den Markt bringen und auch viele andere. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, Stromversorgung ist schon ein großer Teil von dem Ganzen, was wir hier machen. Und da kann man sagen, beim Orenda ist es halt auch sehr hochwertig gemacht. Mit 6 diskreten Ringkern-Trafos ist das geregelt, die wirklich auch alles hier versorgen. Ja, das heißt, wurde extrem viel Mühe drauf gesetzt, dass all die Bauteile mit sehr sauberem Strom versorgt werden. Das ist auch ein mit Sicherheit nicht unwichtiges Feature beim Orenda. Genau, wenn wir dann nochmal drüber nachdenken, was haben wir noch alles? Also, dann ein Feature, das war das erste, was ich zu hören bekommen habe von einem Kunden. Das ist ein Kunde, der jeden Samstag bei uns ist, also wirklich ein echter Stammkunde. Und der ist immer heiß drauf, das Neueste zu sehen, was es so gibt. Der ist aktuell selber noch am Träumen von einem Orenda N20 und hat den dann gesehen. Ja, hatten wir drüben in dem Raum mit der MagicCore M2 aufgebaut noch, mit unserem ersten Test sozusagen. Und er sagte sofort: Eigentlich müsste ich ja fast den haben, auch wenn er gute Vor- und Innenverstärkung schon hat, weil das Display so schön groß ist. Ja, das muss man natürlich echt sagen, das ist wirklich ein Highlight nochmal an dem AP20, nicht, weil es nicht nur ein Streamer ist, wahrscheinlich, ne, von der Bauform ist es ja dadurch, dass es ein Vollverstärker ist, auch einfach größer und weil ich natürlich auch die ganze Vorverstärkung jetzt hier drüber quasi regel und auch die Eingänge und so weiter, hat er wirklich ein wunderschön großes Display spendiert bekommen. Das ist einfach wirklich ein Highlight beim AP20. Ist auch, wenn man jetzt wirklich in der normalen Distanz jetzt zu dem Gerät halt auch sich hinsetzt und Musik hört, kann man wirklich noch super noch Dinge lesen, ja, auch das Cover schön sehen. Das sind natürlich einfach schöne Wohlfühl-Features, ja, sage ich jetzt mal. Das ist mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt das Feature, warum er so gut klingt. Aber es ist dann das Feature, was ihn einfach zu einem wunderschönen Gerät macht. Neben der wirklich tollen Verarbeitung mit dem Aluminium-Look, das ist einfach fein. Ja, das ist auch wirklich sehr fein verarbeitet. Und Kombination mit diesem sehr bedienfreundlichen Display, muss ich sagen, ist das ein echt auch nochmal ein schönes Highlight von dem Gerät. Um zu sehen, wie weit Orenda auch geht, sage ich jetzt mal mit der Ernsthaftigkeit des Klangs, dass Klang wirklich alles ist in dem Sinne in ihrer Welt. Man kann in den Critical Listening Mode gehen, aber auch bei anderen Orenda-Geräten, jetzt nicht nur beim AP20. Und dann schaltet er alle unnötigen Teile wie das Display auch aus. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte jetzt die ultimative Musikperformance haben, dann kann man den Critical Listening Mode anmachen und dann wird alles Unnötige weggeschaltet. Ne? Also das gibt's auch noch. Dann gehen wir, glaube ich, jetzt auf die Thematik, ja, auf die Ein- und Ausgänge und die ganzen Möglichkeiten, die er hat, nochmal ein. Bevor ich das Gerät jetzt abstöpsel und umdrehe, hier nochmal gleich der erste Eingang, der ist an der Front, das ist der Kopfhörereingang. Wie gesagt, hochwertig auch, ja, also das kennen wir auch von anderen Herstellern, in dem Sinne, da wird auch
in dem Bereich trotzdem viel Wert darauf gelegt, dass das klanglich auch hochwertig zumindest gemacht ist. Gibt jetzt keine genaueren Informationen noch zu dem Kopfhöreranschluss, ja. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich da auch mit Sicherheit Gedanken gemacht haben, dass das hochwertig sein wird. Wie gesagt, der ist hier vorne. Und dann stöpsel ich jetzt mal das Gerät ab, dreh den mal um und dann gehen wir nochmal auf die ganzen Ein- und Ausgänge nochmal drauf ein. So, jetzt haben wir das Gerät umgedreht und jetzt können wir nochmal so ein bisschen auf die Ein- und Ausgänge eingehen und auch noch auf das Feature Festplatte, was ja auch nochmal hier seit der neuesten Generation Aurenda-Geräte auch immer anders gelöst ist als früher. Wir fangen mal bei den Ein- und Ausgängen an. Also ich gehe sie einfach mal durch, über das Gerät. Wie gesagt, Lautsprecheranschlüsse, klar, versteht sich von selbst beim Vollverstärker. Dann haben wir auch noch eine Option, per XLR-Ausgang zu gehen. Das heißt, wir können theoretisch auch eine andere Endstufe dran packen. Das heißt, man könnte den sozusagen als Streaming-Vorverstärker auch benutzen und nochmal eine noch größere Endstufe dran bauen, wenn man möchte. Dann für die analoge Welt. Wie gesagt, der Verstärker ist ein absolut modernes Hightech-Teil, aber definitiv, wir wollen auch die Vinylhörer dabei haben, auch die CD-Hörer sollen herzlich eingeladen sein, dieses Gerät zu benutzen. Das heißt, wir haben XLR-Eingang und zwei RCA-Eingänge. Das heißt, wir können theoretisch einen CD-Player anschließen, einen Phono-Teil anschließen. Der Phono-Vorverstärker ist nicht drin, das muss man noch extern lösen, aber trotzdem, ich kann den Plattenspieler reinbringen. Das ist, finde ich, sehr schön. Es gab viele Vollverstärker, gerade so Streaming-Vollverstärker, die zu digital unterwegs waren, wo solche Optionen einfach komplett ja, wegrationalisiert wurden. Das ist auch bei unseren Kunden immer mal wieder wirklich aufgestoßen, dass das ja, einfach nicht unbedingt zielführend ist, weil es wäre schon schön, wenn man noch einen analogen Datenquelle auch noch reingeben kann. So, wie gesagt, hier genug dran gedacht, finde ich, mit drei Optionen. Sollte jeder, wie gesagt, klar, wenn man jetzt drei Tonbandmaschinen hat, nicht, aber gut, die meisten Leute kommen damit klar. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Ausstattung. Dann haben wir auch noch digitale Inputs. Das heißt, wenn ich den CD-Player sozusagen nicht als Player benutzen will, weil der, wie gesagt, der Wandler hier drin ist extrem gut. Wenn ich den also quasi einen alten CD-Player habe oder auch einen hochwertigen CD-Player habe, aber sage, komm, ja, ich höre es mir mal an, kann gut sein, dass es besser ist, den CD-Player dann auch einfach als Laufwerk hier reinzubinden, dann würde ich digital aus dem CD-Player rausgehen und ihn sozusagen nur noch als Laufwerk benutzen. Dann kann ich hier quasi in optisch wie auch Coax reingehen. Ja? Das ist auch eine schöne Option, dass man das hat. Man kann natürlich auch ganz andere Quellen reingeben. Man kann auch ein gut, wäre jetzt bei dem Gerät, finde ich, ein bisschen dumm, aber okay, man könnte auch einen externen Streamer hier reingeben. Vielleicht gibt es irgendeinen Anwendungsbereich, wo man sagt, okay, ja, aber ich mag das Streaming von dem einen aus irgendeinem Grund und ich habe meine Daten alle da oder was. Warum auch immer, man könnte es auf jeden Fall machen. Man könnte auch einen Fernseher einfach hier reingeben. Ja. Über den optischen ist es meistens eine einfache Lösung, um den Fernseher zu verbinden. Dann haben wir einen Punkt, den ich schon im Vorfeld schon mal gesagt habe, man kann die externe Clock hier dran schließen. Das heißt, ich kann den so kaufen und sagen, ich habe einen der besten Streaming-Vollverstärker der Erde und ich kann sagen, ich möchte Streaming nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Und dann kann ich, wie gesagt, mit dem MC10 über diesen Clock-Eingang mit einem BNC-Kabel das Ganze verbinden. Und dann wird die OXO-Clock hier drin quasi discontinued und dann nimmt das Rubidium quasi als als Gegentaktung sozusagen, als Clock. Das macht, wie gesagt, klanglich, ich habe es mit einem W20 SE gehört, mit dem MC10, das macht wirklich viel aus, muss man echt sagen. Das ist nicht nur dahergesagt, man steht da und sagt, wow, hey, ich hätte nicht gedacht, dass so viel noch geht. Ja, bin ich ganz ehrlich, hatte ich nicht erwartet, nicht in der Form. Ja. Und dann kommen wir nochmal zum Thema, okay, eine Sache gibt es natürlich noch, es gibt noch USB-Eingänge. Das heißt, ich kann, das geht aber auch schon auf das nächste Thema mit ein, ich habe USB-Eingänge, wo ich natürlich Datenfestplatten anschließen kann, kann man dann auch über die Aurenda-App drauf zugreifen und abspielen, wie das ist auch schön, nice to have. Dann gibt es noch einen zweifach isolierten LAN-Anschluss, das ist bei Aurenda schon fast Standard geworden, die werden sich das bei gedacht haben, warum sie den zweifach isolieren, wie gesagt, Elektrotechniker bin ich nicht, aber ich kann nur sagen, es wird seinen Sinn haben, ja, bei dieser Firma mit Sicherheit. So, und dann kommen wir zum Thema Festplatten. Wir haben jetzt zwei Slots, das heißt, wir können herkömmliche Festplatten oder auch SSDs reinpacken, es dürfen aber nur die 2,5 Zoll sein. Ja, also die großen, fetten Festplatten passen nicht rein, aber die sind eh bis zum größten Teil, außer bei NAS-Systemen,
eigentlich vom Markt verschwunden soweit, von daher überhaupt kein Thema. Dazu schraube ich einfach hier hinten quasi dieses Fach auf, setze die Festplatte da rein und dann kann es losgehen. Ich zeige das einmal. Wie gesagt, setze ich hier rein die Festplatte, stecke sie rein, dann macht er einmal eine Initialisierung, dass er quasi dieses Aurenda-Filing-System quasi da drauf kriegt und dann kann ich meinen internen Speicher in dem Aurenda ja, nach Belieben erweitern. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich Musikfiles kaufe und hochwertige besitze und sie hier auf den internen Speicher packe, das Abspielen tatsächlich noch besser klingt, als wenn ich sie mir irgendwo aus dem Netz ziehe. Trotzdem bleibt man mit dem Gerät in allen Formen und Farben flexibel. Ich kann auch meine Musik aus dem NAS-System hier rausholen. Wie gesagt, jeder kann das machen, wie er lustig ist. Die beste klangliche Option ist tatsächlich, hier eine Festplatte reinzubauen, weil dann umgehe ich einfach die ganze Netzwerkstruktur. Bleibt auch hier beim Digitalbereich so, direkter ist immer besser. Ja, alles, was dazwischen ist, kann nichts verbessern in dem Sinne. Ja. Also es kann nur schlechter werden dadurch. Und das haben wir definitiv auch in verschiedenen Konstellationen mit verschiedenen Geräten ausprobiert, auch mit anderen, mit Streamern von anderen Marken. Es ist einfach so, Festplatte reinbauen, hochwertige Files draufspielen, ist immer die beste Option, die wir haben. Ja. Wie gesagt, aber ich kann eine Festplatte extern anschließen, ich kann eine reinbauen, ich kann auf eine NAS-Festplatte zugreifen. Ja, ohne Ende Option, definitiv. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt schon soweit durch mit dem Gerät. Ich habe versucht, das ein bisschen runterzubrechen auf die Punkte, die meines Erachtens wichtig sind. Auf der Brandpage von Aurenda findet ihr noch tausende weitere Informationen. Man kann immer tiefer noch reinsteigen in die Geräte. Das waren für mich jetzt die Features, wo ich sagen würde, wenn ich den kaufen möchte, was will ich über das Gerät hören? Ja, was will ich wissen von dem Gerät? Was für Features möchte ich sehen? Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich so ein bisschen Überblick gegeben habe. Gedacht ist der, glaube ich, für denjenigen, der einfach sagt, ich möchte wenig Kompromisse eingehen, bis gar keine, ja, beim Klang. Ich möchte einen extrem guten Klang haben, aber ich möchte eine Optik haben, wo man sagt, okay, ich möchte nicht den Turm, ich möchte nicht 1000 Kabel, ich möchte streamen, ja, also klar, Streaming ist schon ein großes Thema hier drin, weil das, was hier drin streamingtechnisch verbaut ist, ist ein großer Teil auch, ja, heißt trotzdem nicht, dass auch Leute, die bei uns arbeiten, nicht darüber nachdenken, die eigentlich phonolastig sind, trotzdem, weil der Verstärker so gut ist, hier irgendwann mal hinzugehen, ja, so ist es nicht, also ich würde ihn jetzt nicht abtun als nur für Ultra-Streaming-Menschen gedacht, es kann auch jemand sein, der sagt, ich lege einen gewissen Wert auf Streaming, möchte aber hauptsächlich nach wie vor Platte hören. Auch da kann das absolut Sinn machen. Da hilft sowieso immer nur, ja, da hilft nichts, nicht mein Gelaber anhören, nicht das von anderen, da hilft immer nur hören. Ja, wenn ich mich wirklich für ein Gerät wie das hier interessiere, dann muss ich in den Laden fahren, dann muss ich mir das anhören. Wie gesagt, was ich definitiv sagen kann, jeder, der irgendwo das Gefühl hat, das könnte ein Gerät für mich sein, ob es das Gerät wird, das finden wir raus. Ja, das muss jeder für sich selber rausfinden, aber es ist auf jeden Fall kein Fehler. Ja, es gibt Sachen, wo ich sagen würde, ach ja, kannst du dir sparen. Kannst du dir sparen, hinzufahren, spar dir die Kilometer, spar dir den Sprit, spar dir deine Zeit. Hier kann ich wirklich sagen, wenn das aus irgendeinem Grund, irgendeins dieser Feature euch angemacht hat, es lohnt sich auf jeden Fall, sich den mal anzuhören. Weil ich glaube, es gibt eine Menge Leute, für die das echt die Lösung ist. Ja? Wir werden mit Sicherheit noch mehr dazu machen. Wie gesagt, wir haben schon mal überlegt, dass wir auch noch mal gucken, dass wir die Aurenda-App noch mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, was es für Einstellungsmöglichkeiten gibt. Und ein paar habe ich ja schon angerissen jetzt in dem Video. Ja, also wir bleiben am Ball. Ja, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass man den hier sieht. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video.